Der gibt so Königin, will man wirklich nicht nachts begegnen. Sie sieht aus, als ob sie die schlimmsten Pläne der Welt austüfteln würde und ist auch sonst kein wirklich schöner Augenschein. Insbesondere als Gross ist sie auch tatsächlich eine relativ große Krise, denn sie muss mit Elementarmagie zu Boden gebracht werden, ansonsten funktioniert gar nichts. Dafür kann er allerdings relativ viel herhalten. Ihr könnt entweder Feuerfrüchte, Eisfrüchte, Wasserfrüchte oder einfach irgendeinen Elementarstab kreieren. Ich habe jetzt beispielsweise die Eldra Lanz oder das Feuer Exalforshorn genommen, um sie im Prinzip in diesen sandfarbenen Zustand zu bringen. Nachdem sie da drin ist, einige Male auf sie draufhauen, dann legt sie sich zur Ruhe und ihr könnt sie weiter zu Boden kloppen. Je stärker eure Waffe ist, umso besser läuft das Ganze auch. Und der wahre Spaß beginnt dann, nachdem ihr sie in der zweiten Ebene drin habt. Denn jetzt ruft sie ihre Schergen zu Hilfe und wir wissen allesamt, wenn die Schergen mit am Start sind, habt ihr im Prinzip ringsherum um euch immer Probleme am Hals. Meine Taktik ist tatsächlich hier einfach, konzentriert euch auf die Gipto-Königin selbst. Ihr müsst nämlich weder diese 4 Spawn-Temps, die ihr vernichten könntet, noch die Giptos, die hier rausgespawnt sind, erledigen, um den Kampf zu gewinnen. Sobald ihr die Gipto-Königin vernichtet habt, ist der Kampf vorbei. Heißt, einfach auf ihn drauf, außen rum gehen. Sie macht ihre Moves, kurz vielleicht die, die sich relativ nah zu euch begeben, etwas in Schach halten, aber ansonsten einfach auf die Gipto-Königin selbst drauf. Ballert, was das Zeug hält. Sucht, dass sie sich hinlegt und dann einfach rein in das gute Getüm. Ich liebe es einfach mit Feuerwaffen zu hantieren, weil sie dann auch noch Feuerschaden kriegt. Und jetzt dürfte sie auch schon down sein. Falls eure Waffen noch nicht ganz so stark sind wie die ich aktuell benutzt habe, auch wenn sie mit 36 Damage jetzt nicht das höchste aller Gefühle ist, müsst ihr etwas öfters das Ganze wiederholen. Dann könnt ihr euch überlegen, ob es sich vielleicht doch lohnt, die einzelnen Spawns kaputt zu machen. Dafür einfach kurz mit Rijo ihren Move aktivieren, Pfeil zücken und gegen einen dieser leuchtenden Punkte zielen. Das zeige ich euch aber auch noch, nachdem wir sie die 2 weitere Male erledigt haben. Denn hier vorne und beim anderen Teleportmedaillon befindet sich die Königin Gipto erneut. Ich habe wirklich Bock, die ganzen einfach hier in diesem Rush mit euch zusammen zu machen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, es ist relativ interessant. Man kann die mit allen möglichen Sachen kaputt machen. Es geht tatsächlich sogar mit einer Wasserfrucht. Das heißt, dieses Ding ist tatsächlich gegen alles vor Angst und Schrecken zurückgeschreckt. Ich muss mal schauen, ob die Funkelfrucht tatsächlich auch funktioniert. Funktioniert auch die Funkelfrucht gegen sie? Tatsächlich, selbst ein Lichtstrahl kann ihr schaden. Also im Prinzip ist das Ding gar nicht so schlimm, wie es aussieht, muss ich hier einfach mal an der Stelle sagen. Klar, es kann Wirbelstürme machen. Klar, es sieht so aus, als ob ihr gerade in eurer Packung etwas seit 3 Jahren Abgelaufenes gezogen hättet. Aber es ist im Prinzip eigentlich doch eine recht einfach zerschlagende Bestie. Ganz nach dem Motto, der Schein trügt. Aber wenn mir irgendjemand sagen würde, keine Angst, sie bellt nur, sie weiß nicht, würde ich ihm trotzdem nicht glauben. Ich würde vor diesem Vieh einfach wegrennen und alle meine Beine in die Hand nehmen, was das Zeug hält. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie es aussieht, wenn wir bei diesem Vieh tatsächlich einen der Spawnpunkte kaputt machen. Mit Rijo geht das Ganze relativ simpel. Problematisch wird es nur, wenn Rijo von einem der Untertanen angegriffen wird, weil dann pausiert sie plötzlich ihren Move. Doch einfach hier draufballern und ihr zerstört einen der tatsächlich relativ instabilen Spawnpunkte von ihm. Gut, wir machen das Gleiche nochmal mit der Funkelfrucht, denn da müsst ihr nicht mal richtig hart auf ihn drauf aimen. Wir müssen einfach nur schauen, dass es ihn irgendwie grob erwischt. Der Rest ist da relativ irrelevant. Gut, weil ich allerdings will, dass sie noch ein bisschen brennt und leidet, einfach nochmal die Feuerfrucht auf sie drauf. Na, Kleines? Hast du Spaß an deinem Leben? Ich hoffe es doch. Auf sie drauf! Bam! Da die ganzen außenrum mich ein bisschen stören, mache ich das einfach mal ganz kurz mit der Funkelfrucht. Bam! Jetzt sind die nämlich kurzzeitig geflasht. Viele von ihnen sind sogar vernichtet worden. Und ich kann die Gipto-Königin hier einfach komplett zum Ende bringen. Wenn man das so betrachtet, ist es tatsächlich einer der leichtesten Bosse hier im Spiel. Man muss halt einfach nur darauf achten, dass man möglichst viele Elementarfähigkeiten hat. Und dann ist das Ganze erledigt. Beim ersten hatte ich es nicht ganz gezeigt. Ihr kriegt zur Belohnung tatsächlich auch eine Schatztruhe mit 100 Energiekristallen. Also jeder von euch, der noch keine kompletten Batterien hat, hier seid ihr eurem Ziel, alle zu vervollständigen, ein bisschen näher gekommen. Ich habe halt relativ viele Bosse im Untergrund erledigt. Ihr seht, 3200 habe ich jetzt. Für mich bringt das nicht mehr ganz so viel, weil ich habe alle Batterien voll. Ab zum finalen Königin Gipto-Fight. Und bei dem will ich mal schauen, was passiert, wenn ich wirklich
immer nur Funkelfrüchte benutze. Ich werde nichts anderes verwenden, ich werde nur Funkelfrüchte benutzen. Die mit Abstand overpowerste Frucht hier im gesamten Spiel, die gibt es relativ oft tatsächlich an den x-beliebigen Orten. Also dieses einfach irgendwo random aufgetaucht. Neben Hinoxen gibt es die manchmal. Es gibt die oben beim Griok-König, ihr müsst den ja nicht zwingend besiegen, um ihn zu erhalten. Und ja, auf damit. Komplett geflasht. Wie der jetzt noch fliegen kann, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste er sich direkt ergeben. Kleiner Mann, was geht bei dir? Lass euch möglichst nicht von den Sachen hier erledigen. Ansonsten ist das relativ brutal. Aber hey, wir klatschen einfach immer schön weiter auf sie drauf. Mit der Lanze ins Gesicht. Das müsste eigentlich die Fatality sein. Doch der hält relativ gut durch tatsächlich. Wer sich jetzt noch bewegen kann, weiß ich nicht. Insekten könnte man ja relativ leicht mit der Lanze zertrennen. Der scheint einen etwas stärkeren Chitinpanzer zu haben. Definitiv. Gut, das gleiche will ich auch nochmal machen. Funkelfrucht einfach komplett auf die Mitte der Map und ihr seht, alle fallen sie zu Boden. Ihr habt also im Prinzip einfach keine Lust auf die Gegner. Kein Ding, Funkelfrucht direkt auf den Boden und ihr seid safe. Jetzt macht sie wieder ihren Move. Ich sollte dem echt mal ausweichen. Das heißt, wartet erstmal ein bisschen, bevor sie auf euch losgeht. Und weicht den Sandsturm aus. Dann habt ihr ein leichteres Spiel. Jetzt kommen die anderen von der Seite wieder. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. See you. Und wir erledigen sie. Wie lange ging das Ganze jetzt? Das war viel zu schnell. What the hell? Tja. Game over, mein Liebster. Und das waren jetzt auch alle vier Bosse im Untergrund. Falls ihr die anderen drei noch nicht gesehen habt, schaut da gerne auf meinem Kanal noch vorbei. Ich habe auch alle anderen zerlegt. Als Belohnung kriegt ihr immer als Ende ihre Flügel. Bedeutet, falls ihr irgendwann mal vor dem Problem steht, dass ihr keinen Ventilator habt, verbindet das damit. Und wenn ihr schlägt, erzeugt ihr im Prinzip einen Windstoß. Also es ist super praktisch. Damit könnt ihr im Prinzip eure eigene Wind kreieren und braucht keinen Ventilator mit dabei haben. Ihr könnt damit das Segel selbst in die Richtung lenken, in die ihr es haben wollt. Ist im Prinzip einfach ein größer geratener Krogfächer mit tatsächlich relativ gutem Damage. Der gibt 40 Damage. Flügel, der gibt der Königin. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, um nichts mehr von mir zu verpassen. Und wir sehen uns um 16 Uhr zu einem weiteren Stream. Euer Feuerstachel. See you. Tschüss.